Unsere Rundreise führte uns entlang der Mittelmeerküste nach San Leofa und weiter nach Göreme in Kappadokien. Heute fahren wir von Göreme über Konya zurück an die Mittelmeerküste. Die Straße führt entlang der alten Karawanenwege, die früher Asien mit Europa verbanden. Nach 42 Kilometern erreichen wir den Ort Sultan Hani mit einer imposanten Karawanserei aus dem 13. Jahrhundert. Die Karawanen bewältigten damals etwa 30 Kilometer am Tag. Im Abstand dieser Etappen bauten die Seldschuken entlang der Route ein wohldurchdachtes Netz von Raststätten. Den Zugang zum Innenhof der Karawanserei Sultan Hani bildet ein reich geschmücktes Portal aus Marmor. Der 2 Meter aus der Wand herausragende Torbogen ist mit aufwendigen Ornamenten in verschiedenen Mustern geschmückt. Dieser Baustil ist typisch für die seldschukische Steinmetzkunst. Hinter dem Tor öffnet sich ein Innenhof von 44 x 58 Metern. Im Zentrum des Areals dominiert eine Moschee, die wiederum mit kunstvollen Torbögen versehen ist. In diesem gewölbeartigen Raum wurden die wertvollen Waren, Kamele und wohl auch die ärmeren Reisenden untergebracht. Hinter den Eingängen auf der rechten Hofseite befanden sich die Schlafräume der höher gestellten Handelsleute. Die Karawanserei Sultan Hani aus dem 13. Jahrhundert gehört zu den größten und besterhaltenen des Landes. Unser nächstes Ziel ist die Provinzhauptstadt Konya. Für gläubige Moslems zählt die Stadt der tanzenden Derwische zu den bedeutendsten religiösen Wallfahrtsstädten der Türkei. Im heiligen Zentrum des Mevlana-Museums in Konya ragt eine gerippte, mit grünen Kacheln bedeckte Zylinderkuppel in den Himmel. Darunter befindet sich das Mausoleum des Islamgelehrten Mevlana Rumi. Der Philosoph kam im Jahre 1228 nach Konya und gründete dort den berühmten Orden der tanzenden Derwische. Mevlana Rumi gilt als einer der größten islamischen Mystiker. Er war überzeugt, mit Tanz und Musik ein ekstatisches Stadium universeller Liebe erreichen zu können. Das Mevlana-Museum mit der berühmten grün gekachelten Kuppel ist neben der Aladdin-Moschee die bekannteste Sehenswürdigkeit in Konya und wird täglich von unzähligen Pilgern besucht. Das Mausoleum darf nur ohne Schuhwerk betreten werden. Bei den unzähligen Schuhen der Besucher ist das natürlich ein Problem. Um keine Überraschung zu erleben, sollte man die am Eingang bereitgestellten Plastbeutel zur Aufbewahrung der Schuhe nutzen und während der Besichtigung bei sich tragen. Wohlweislich, dass keine Schuhe verloren gehen, wird dieser Service von allen Besuchern angenommen. Wir betreten eine riesige Kuppelhalle, die heute als Museum dient. Zu sehen sind Kleidungsstücke und Gebetsteppiche aus den Zeiten des Derwischordens. Hinter Glasvitrinen werden Koranhandschriften und weitere heilige Gegenstände der islamischen Geschichte aufbewahrt. Rechts der Halle gelangt man zum eigentlichen Heiligtum, dem Mausoleum. Unzählige Lampen und verzierte Kronleuchter verbreiten ein geheimnisvolles Licht und geben dem Grabraum ein würdevolles und mystisches Aussehen.
Decken aus Samt mit kostbaren Goldstickereien und kunstvoll gewundene Turbane bedecken die Sarkophage Mevlanas, seiner Familienmitglieder und der Ordensgrößen. Lauter und eindringlicher als in anderen anatolischen Städten erschallen in Konya die Gebetsrufe von den Minaretten. Konya gilt als die konservativste und am stärksten vom Islam beeinflusste Stadt der Türkei. Mit dem Besuch Konyas geht unsere Rundreise zu Ende. An der Mittelmeerküste bei Side wollen wir die Reise ausklingen lassen und einige erholsame Tage verbringen.